Hallo meine Lieben, heute möchte ich über meine drei Lieblingsvideospiele für die originale PlayStation sprechen, für die PlayStation 1, PS1. So, lass uns gleich anfangen. Meine Bronzemedaille, mein dritter Platz, geht zu dem Spiel für die erste PlayStation, Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3 habe ich sehr, sehr oft gespielt. Allerdings nicht die Version für PlayStation. Ich habe sehr, sehr oft die Version für den Super Nintendo gespielt. Aber die Version für die PlayStation, klar, die Grafik ist viel besser. Und die Finish Moves oder die Fatalities, die End Moves sind natürlich auch ein bisschen brutaler in dem Spiel, weil die Grafik natürlich erheblich oder deutlich besser ist. Ja, zu dem Spiel. Wenn man das Spiel beginnt, kann man 14 Kämpfer, 14 Charaktere auswählen in diesem Kampfspiel. Und es gibt drei Kämpfer, die man anwählen kann mit einem Code, mit einer Tastenkombination. Der erste versteckte Kämpfer, das war der Roboter Smoke, und man konnte auch die beiden Endgegner Mutoro und Shao Kahn in dem Spiel anwählen, wenn man die erforderlichen Codes dafür eingegeben hat. In dem Spiel sind die bekannten Fatalities enthalten. Jeder Kämpfer hat zwei Fatalities, Friendships, die Freundschaftsmoves und die Bibalities. Neu hinzu kamen in Mortal Kombat 3 die Animalities, die waren neu, und ja, da ist ein bisschen Unterschied zu der PlayStation Version und der Super Nintendo Version. In der PlayStation Version von Mortal Kombat 3, da gibt es eine Stage mehr. Das ist der Friedhof, The Graveyard. Diese Stage ist in der Super Nintendo Version nicht enthalten, aber die Stage ist enthalten hier auf der PlayStation Version. Hier sind nochmal ein paar Bilder zu dem Spiel. Ja, Mortal Kombat 3, meine Bronzemedaille für die PlayStation. Mortal Kombat 3, mein drittliebstes Spiel für die PlayStation 1. Ja. Ich stelle das hier mal ein bisschen hin. So, zweiter Platz geht an Tekken, ein Spiel aus der Tekken-Serie. Tekken 1 kam raus in den 90ern, ich bin gar nicht sicher wann, bin der Meinung 94 oder 95, aber mein Lieblings-Tekken-Spiel für die PlayStation 1 ist, oder mein zweitliebstes Spiel für die PlayStation allgemein, im Allgemeinen, ist Tekken 2. Tekken 2 kam raus, bin der Meinung, 95, kann auch 96 gewesen sein, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Das Spiel Tekken 2 war auch das allererste Spiel, was ich für die PlayStation 1 gespielt habe. Ich weiß noch, ich war in einem Kaufhaus in Heide, das heißt Megaland, und da habe ich das Spiel das allererste Mal gesehen und gespielt. Es war da aufgebaut mit der PlayStation zusammen, wo man das dann probespielen konnte. Ja, es war Tekken 2. In dem Spiel viele Charaktere anwählbar. Ja, man kann sie hier vorne primär sehen. Und man kann auch sehr, sehr viel freischalten in diesem Spiel. Ein sehr, sehr gutes Kampfspiel. Tekken 2. Ja, super Charakteren. Hier Hachi Mishima. Ja, Lai Wulong. Ich habe in dem Spiel immer sehr oft mit Lai Wulong und, ja, man kann sagen, den Bruce Lee-Klon Law gespielt. Der Soundtrack zu dem Spiel ist sehr, sehr gut. Meine beiden Lieblingslieder in dem Spiel sind
ist die Musik oder der Soundtrack in der Stage von Yoshimitsu und die Musik in der Stage von Paul. Diese beiden Melodien, ja, finde ich sehr, sehr gut in dem Spiel. Das sind so ein bisschen meine beiden Lieblingsmelodien aus dem Tekken 2 Spiel. Tekken 2, meine Silbermedaille. Ja. So, schneiden wir mal hier so ein bisschen hin. So, die Goldmedaille geht zu, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, Resident Evil 1 oder Resident Evil Director's Cut. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel für die originale PlayStation. Ja, ein Horrorabenteuer, ein Survival Horror Game. Sehr gutes Spiel. Ich habe dazu ein Video gemacht. Ja, das heißt Resident Evil 1. Wenn ihr das sehen wollt, da gehe ich mehr ein auf dieses Spiel. Schaut euch das Video an hier auf meinem Kanal auf YouTube. Naja, mein erster Platz, Goldmedaille, Resident Evil Director's Cut. So, ich möchte noch zwei Spiele erwähnen, die es nicht ganz auf die Liste geschafft haben, sozusagen Platz 4 und 5. Das ist einmal Mortal Kombat Trilogy. Ja, mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten ist Mortal Kombat Trilogy für das Nintendo 64. Aber für die PlayStation, die Version, ist auch sehr empfehlenswert und gut. Und das Spiel Nightmare Creatures. Sehr gutes Spiel. Ja, sehr ähnlich zu Resident Evil. Dieses Spiel findet statt in London. Ja, ich bin nicht ganz sicher, im 17. oder 18. Jahrhundert. Sehr, sehr gutes Spiel. Nightmare Creatures. So Leute, das waren sie, meine Top 3 Spiele für die PlayStation 1, Mortal Kombat 3, ja, wir haben noch den Game Guide, ja, zum Spiel. Dann meine Silbermedaille geht zu Tekken 2 und meine Goldmedaille, mein absolutes Lieblingsspiel für PlayStation 1, Resident Evil Director's Cut. Das Spiel habe ich sehr, sehr oft gespielt. Ja, ich habe sehr, sehr viele Stunden mit diesem Spiel verbracht. Speziell im Februar. Ja, Februar, März 2001. Da habe ich das Spiel in der Meinung, ja, jeden Tag gespielt. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.